und herzlich willkommen zur neuen Folge Shadow of Mordor Mittelerde. Und wir haben in der letzten Folge extrem viel aufgeräumt hier. Wir waren erst extrem erfolgreich. Und genau. Da haben wir wieder einen Gegner, den wir eliminieren können. Dein letzter Fehler. Informationen sammeln. Würde ich sagen, schauen wir mal. Dessen Stärken und Schwächen kennen wir bereits. Kennen wir dessen? Dessen kennen wir. Ist ja unser. Kennen wir auch schon. Wie heißt der Typ hier? Ah, ich glaube, den haben wir gerade jetzt als Gegner, okay. Schildträger, okay. Freigeben. Geh weg hier. Mag den Sklaven! Für den Häuptling! Und tschüss. Ihr seid frei. Freiheit. Genau. Was ist nicht hier? Okay. So. Gehen wir mal hoch. Und unterstützen wir unseren Verbündeten. Schauen wir mal, was der andere das Gras beißt. Ist es weiter oben? Tatsächlich ist es weiter oben. Wo kann ich hier. Hat sich kein Deckel, oder? Ne, ja, kein Deckel. Wusste ich doch. So. Welches unser? Okay, das ist unser und das ist der Gegner. Nakra, der Grausname. Okay. Der braucht uns auf alle Fälle Hilfe. Oh nein, der hat einen Giftpfeil. Ich skalpier dich, während du am Boden schreist. Weniger bla bla bla. Mehr schlagen, stechen, töten. Oh ja. Kurz schauen. Nakra. Okay, wir können den von Weitem auch beschießen. Duell gelöst. Vorgleich. Der flieht. Nicht fliehen. Ich muss sterben. Genau. So, so wie dazu. Wegen fliehen. So, wie sieht es jetzt aus im Schlachtfeld? Oh
Okay, da ist wieder ein Tod. Wer war denn das jetzt? Ach, den haben wir getötet jetzt, okay. Warum muss der jetzt da unbedingt da drüben sein? Gut, vielleicht haben wir Glück und Lugasch, der Barmherzige, ist irgendwo in einen Streitigkeit verwickelt. Ja, der war mein Fehler. Erfolgreich. Was, wie geht das? Hier ist was. Na gut. Hier war auch noch eine mächtige Beute. Okay, Sebastian, wir machen mal diese Quest hier. Haben wir hier noch ein Geheimnis. Oh, hallo? Ein Geheimnis auf dem Weg. Das können wir kurz holen noch. Nebenbei. Ich habe noch nie jemanden einen Karagor so schnell erlegen sehen, wie es der Hauptmann der Jäger getan hat. Es sind diese vergifteten Speere. Wenn du mich fragst, ist das geschummelt. Jemand sollte ihm dafür von hinten in den Rücken stechen. Okay. Da habe ich sie um sich schnell weg. Da geht's. Sache gerade. Ist oben? Sieht aus wie ein Herz, da ist es, die Erinnerung. Ich spreche mit dem Mund von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an dem Morgai fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nam-Ungoy aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört deiner Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. Okay. Gut, jetzt müssen wir möglichst schnell hier weggehen. Wir sind nämlich an sehr gefährlichen Ort gerade. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. So, okay. Map. Nächstes Ziel. Quest. Da. Kunst der hohen Stufe, okay. Da haben wir einen, was ich aufgehoben, okay. Die werden immerhin in der. Ja, angezeigt, ne? So, ich habe ein bisschen aufgeräumt gerade. Ja, hier steht nicht mehr viel. Ich stehe in deiner Schuld. Na toll, die Quest ist da unten.
Die Zwerge behaupten, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celeborns Vergangenheit verbergen. Okay. Sind wir gespannt. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Waldläufer? Talion. Was warst du, ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karabon... Kann ich jetzt ganz kurz rumgehen? Ja, doch. Ich schaff's das schon. Ich habe mir gedacht, ich hole mir das kurz noch. Schon hier sind. Nee, ich bin schon hier. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht. Hier lang! Du hast einen Orientierungssinn wie ein blinder Graber. Okay. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um eine Waldläufer, hier rüber! Karagor! Diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem... Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an... Was fähige falsche Kaugejäger. Du hast die Fähigkeit gelernt, den Sprungangriff eines Kauges zu kontern. Aber ich weiß nicht, welche... Ist es die rechte Taste jetzt? Okay, ich denke, ja, wahrscheinlich werden wir jetzt Gras beißen, wahrscheinlich. Versuch, besteigen. Sag mich einige Namen.
Was jetzt? Ah. Was? Ach so. Halten Reittier aufzerren. Oh, was? Genau so lange brauche ich auch, um eine zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor. Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Ich würde sagen schon. Okay. Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurn, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Okay. Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Kein Wort gemeißelt in den Stein. Das war nicht sauber. Halber Punkt. Was? Da hab ich getroffen, ne? Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond. Das war ein Außer. Doppelte Punkte. Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Mond zu sehen. Kein Wort gemeißelt in den Stein. Als du in erwacht und hoffentlich versenkt das Feuer nicht meinen Bart. Mein Gott. Gut, Jungchen. So. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Grauch begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Ein Grauk, okay. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Aha. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Boah, wir laufen unten her denn? Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gräuel von Boss.
Hallo? Der lebt noch. Der lebt noch, okay. So, das war's schon. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Ja, super. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg. Torven braucht Hilfe. Schleicht hier. Ich hatte ihn. Ja, ja. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graug zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torven. Pass genau auf und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graug zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß... Ich würde dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Na toll. Da hat er meinen Cargo geklaut. Ne, der ist noch da. Okay. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Torwin. Okay. Na gut, mit dieser Grauglektion würde ich sagen, bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.